So. Diesmal ein bisschen rasten. Oh oh. Na, so ein oder Phönix. Der kann mir gar nichts. Der alte Phönix. Oh yeah. Auf einmal mit dem Kreuz drauf geschlagen. So, noch gegen zwei Feuerteufelchen. Urplötzlich erscheinen zwei Feuerteufelchen. Oh, ein EP-Trank. Cool. Und ich wollte, glaube ich, mal EB sagen. Egal. Klasse. Klasse statt Masse. Ziemlich zäh, was? Okay, das war's. Auch mit dem hier. Chromatisches Nest. Auf zum Mittelfeld. Oh, das Eisverlies. Also, auf zum Mittelfeld, während ich jetzt mal das Licht ausmache. Winzige Todesspinne. Zeit, ein paar Monster zu beschwören. Ihr werdet sie besiegen müssen. Her damit. Kämpfen. 7 winzige Todesspinnen. Wählt euer Schicksal. Schicksal. Oh yeah. Spalten. Der Spalter spaltet. Mit dem tollen Schädelspalter spalte ich alles. Oh yeah. Okay, das war gerade irgendwo etwas. Fail. Mal schön da hinten die Tierchen rumhocken. Stark ihr seid, in was ihr gelernt. Ihr habt sie besiegt.
und auf Level 33. Ja. Okay, hier habe ich auch keine Quests mehr. So, die Regeneration wird erhöht. Der Schlag wird auch verbessert. Und die Wiederherstellung auch. Na. Gegenschlag. Okay. Im Dunkelwald gibt's auch noch was zu tun. Und wieder einmal seid ihr an diesem Ort. Rettet Lady. Ihr hört eine Frau laut schreien. Was könnte da vor sich gehen? Fasten. Beeilt euch. Gefahr. Eine Spielspinne. Na. Ich werde nicht. Ich sag nur, damit ich es schon mal sage. Ich werde nicht alle Quests auf jeden Fall machen. Die Quests, die ich etwas für unmöglich halte, werde ich auf jeden Fall nicht tun. Machen. Irgendwas. Vereisen. Super effizient. So. Vereisen. Schlag. Oh, jetzt habe ich wieder falsch gemacht. Egal. YOLO. YOLO Maudadodo, würde ich da sagen. Ja. What I waste. Was? Use a potion. For full health. Ah. Danke, dass ihr mich vor diesen schrecklichen Monstern gerettet habt. Ihr habt sie gerettet und ich bekomme EP-Trank. Der Krieger kriegt einen. Und der Magier auch. Auf zum Flachlandtempel. Zum Tempel des flachen Landes. Beutelzug Lavakugeln. Ihr solltet zum Vulkan des Phönix gehen und dort Lavakugeln sammeln. Ich brauche sie. Für das Opfer an den Feuergott, sobald ihr mir gebracht habt, was ich benötige, werde ich mit dem Ritual beginnen. Los geht's! Oh yeah, Bill Gates, los geht's.
Oh. Erbeutet 4 Lavakugeln. Und er will es also an den Feuergott opfern. Ich glaube, ich weiß schon, welcher Feuergott das ist. Aber ich werde es noch nicht sagen. Wusste ich doch, dass ich eine Lavakugel nicht bekomme. Aufwachen. So. Zudem habe ich mich noch einmal gestreckt. Und dann würde ich mal sagen, ein Phönix und zwei Feuerteufelchen. Wählt euer Schicksal. Nein, ich will... Gegenschlag. Zorn der Bestie. Ich könnte mir jetzt eigentlich theoretisch jeden einzelnen Charakter holen. Also sprich machen und dann in die Gruppe holen. Grad hat hier drin und ich finde es ziemlich hart und ich finde es ist hier drin heiß. Victory. Ah, okay. Auf zum Flachlandtempel. Währenddessen kurbel ich mal meinen Rollort ein bisschen hoch. Passend wieder an den PC gekommen. Ah. Aufwachen. Entschuldigt mich, ich muss erst das Ritual beenden. Quest done. Der Feuergott ist nun besänftigt. Die Vulkane werden jetzt zur Ruhe gehen. Och, schade. Eskorte Schamane.
Die ersten Rituale sind beendet, doch mein Körper ist geschwächt. Ich benötige Hilfe, um die Höhle des sofortigen Todes zu erreichen. Dort werde ich in der Lage sein, das Abschlussritual durchzuführen. Los. Los geht's. Oh. Schade. Egal. Los. Zur Höhle des sofortigen Todes. Wow, von einem Banditen wird gleich angegriffen. Juhu, EP. Weiter kann ich das mal machen. Wieder mit Obelix vom Schweinebärmensch Zombie. Dem schwarzen Barden. Tun wir mal den Magier weg. Nehmt beispielsweise jetzt, die letzte Axt, die Schärfe seiner Axt, die Freundschaft ist Schaltung 1, Berserkerrausch, Blutdurst. Nekromant. Wie empfangt. Ruft den Charakter bis zum Ende des Kampfes mit 10 TB zurück ins Leben. Energieentzug. Setzt einen Angriffsbonus von 1 und wandelt bei jedem Treffer 40% des zugefügten Schadens in Mana um. Cool. Hilfe von unten dem Ziel und dessen Nachbarn in 5 Runden lang 10 TP entzogen und kritische Trefferwahrscheinlichkeit steigt um 5%. Nekromant setzt ein Monster auf das 4 Runden lang. Außerdem werden alle Widerstände um 2% reduziert. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ah ja, die Hexe. Ich glaube, ich werde zum Barbaren mal machen. Den nehme ich mal raus. Den Krieger und zu den Pizzaboten. Moment, dann kommt hier in die Mitte der Rocker. So, Schenke verlassen.